Promi-Geflüster, heute wieder von zu Hause aus und hinter uns die Stadthalle, natürlich in Rot erleuchtet, die Stadthalle von Reutlingen. So ist natürlich auch immer noch der Warnhinweis der ganzen Veranstaltungsbranche und wir haben heute einen Vertreter von eigentlich 5 Freunden, nämlich wir haben es auch schon hier bei Promi-Geflüster zu Gast gehabt, damals noch aus dem Europapark, nämlich die Stimmen der Berge und ein Vertreter davon heute, der Benjamin Grund. Servus Benjamin. Grüße dich Frank, schön, dass wir dieses Interview führen können. Ja, sehr gerne. Heute natürlich wieder über Skype bzw. ja, eCam heißt eigentlich das neue Programm, was ich da habe. Und es funktioniert, glaube ich, ganz gut soweit, ne? Genau. Ja, Gott sei Dank haben wir die technischen Möglichkeiten heutzutage. Richtig. Du bist in München nach wie vor, gell? Und ich weiß, da haben wir dich ja auch schon mal besucht, in deinem Laden mit Motorradhelme. Existiert der noch? Ja, selbstverständlich. Also ich habe das große Glück gehabt, dass dieses Jahr Corona viele Leute nicht in Urlaub fahren konnten und sich dann einen Roller geholt haben oder ein Motorrad. Und insofern habe ich es nicht ganz so hart getroffen oder hat es mich nicht ganz so hart getroffen. Allerdings, was die Veranstaltungen angeht mit Stimmen der Berge, da haben wir also schon ordentlich gelitten. Es wurden um die 70 Termine abgesagt dieses Jahr. Und das nächste Jahr, wenn es besser wird, hat ja auch nicht mehr Tage. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, da haben wir einen großen Verlust gehabt dieses Jahr. Ja, allerdings, das ist leider so, aber einerseits sage ich immer wieder das Schöne, was heißt Schöne, es trifft zum Glück natürlich alle gleich irgendwo. Ne? Das ist leider das andere. Ne? Richtig. Also es trifft nicht nur eine Branche. Ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, Stimmen der Berge. Ihr habt auch jetzt die Zeit wahrscheinlich genutzt, ein bisschen wieder was Neues zu produzieren. Da gibt es gerade jetzt heute am Freitag was ganz Neues. Ja, heute erscheint unsere neue Single, Hier bin ich zu Haus. Es ist ein Lied, was in der Corona-Zeit entstanden ist. Wir waren sehr, sehr fleißig im Tonstudio und haben ein paar neue Titel aufgenommen. Es kommt auch bald ein neuer raus, der heißt Für einen Kuss. Wann, weiß ich noch nicht genau, aber heute auf alle Fälle, Hier bin ich zu Haus, unsere neue Single von den Stimmen der Berge. Ich habe auch jetzt schon gesehen, diesen Sommer hatte da auch schon wieder eine große Schlager-CD draußen, Sing mit, die großen Kultschlager-Party Volume 1, die ist auch draußen und ja, also sonst kennt man euch eigentlich eher so ein bisschen mit volkstümlichen Liedern, jetzt ist es doch ein bisschen, ja, kann man schon sagen, geht es schon ein bisschen poppiger zur Sache, oder? Naja, also wir haben eigentlich angefangen, viele Schlager zu covern im typischen Stimmen der Berge-Sound. Und das ist recht gut angekommen. Wir sind auch aktuell gerade mit unserem etwas älteren Album schon eben mit Deutsches Gold wieder in die Albumcharts eingestiegen. Nach einigen Wochen jetzt wieder auf Platz 70 der Top 100 Albumcharts. Und das zeigt, dass da schon irgendwie ein Markt da ist und dass die Leute das unbedingt hören wollen, so in diesem Sound. Und jetzt war eigentlich die logische Schlussfolgerung, die Stimmen der Berge müssen mal eigene Titel aufnehmen. Und das haben wir versucht, das haben wir sogar mit recht guten Komponisten und sehr erfolgreichen Textern auch durchgezogen, mit dem Tommy Mustatsch und dem Alex Scholz. Mhm. Und seit 11 Wochen sind wir jetzt mit diesem Lied, Das kommt gut, in den Airplay-Charts. Und da haben wir gesagt, dann knüpfen wir natürlich daran an und möchten so ein bisschen was Eigenes machen und hoffen, dass das auch so erfolgreich wird. Mhm. Das kommt gut. Das ist ja so ein Lied über Männerfreundschaften, kann man sagen. Da geht es eigentlich drauf hinaus, genau. Aber was mir beim Video aufgefallen ist, da seid ihr nur zu viert, beziehungsweise der fünfte, schaut euch übers Handy immer mal wieder zu. Was ist da? Was hat es da damit auf sich? Ja, der Simon ist quasi in diesem Video im Urlaub, winkt immer uns zu. Und das heißt ja im Prinzip, auch wenn man sich über eine große Distanz oder über eine Zeit lang nichts sehen kann, ist es wichtig, dass man Freunde hat, die zueinander stehen. Und wer Freunde hat, ist keinen Tag allein. Auch wenn man ganz weit weg ist, dann kann man per Handy zugeschaltet werden. Und so war das bei dem Video auch. Okay.
Wie ist denn das Video entstanden, beziehungsweise wann ist es entstanden? War das jetzt in der Corona-Zeit dann oder war das vielleicht auch ein Grund mit, dass er nicht dabei sein Das konnte? war, ja, das war in der Corona-Zeit und tatsächlich hatte der Simon einen Urlaub gebucht und dieser Videodreh, der Termin kam relativ, ja, spontan rein. Und jetzt konnte der Simon nicht irgendwie so schnell aus dem Urlaub wieder hier sein für diesen Videodreh. Und dann hat man überlegt, Mensch, wie könnte man das denn elegant und schön lösen, dass er quasi trotzdem zugeschaltet ist. Und dann haben wir das gemacht mit diesem Handyvideo und das ist eigentlich ganz gut angekommen. Ja, das klingt oder kam sehr gut rüber. Ich fand es ja, ein Stück weit auch sympathisch und witzig irgendwo gemacht, ne? Also das Video ist gut gelungen. Genau. Dankeschön. Ja, wenn man jetzt so den Terminplan verfolgt hat, hätte jetzt dann eigentlich auch ein Konzert angestanden mit der Niki, aber das ist ja leider auch abgesagt. Macht er viel mit der Niki zusammen oder war das jetzt auch bloß eine einmalige Sache dann gewesen? Ja, natürlich war einiges geplant, eine ganze Tournee mit der Niki, aber aufgrund von Corona wusste man natürlich jetzt nicht, was wird sein, was kann man durchführen, was ist nicht möglich und das ändert sich ja auch täglich. Ja, wir haben ja jetzt verschiedene Ampeln hier auch und da ist, sind Veranstaltungen in dieser Größenordnung gar nicht mehr möglich momentan. Aber es ist einiges geplant natürlich und wir hoffen, dass wir das dann nächstes Jahr durchziehen können. Ich persönlich freue mich wahnsinnig auf die Niki, denn ich kenne sie schon im Prinzip zumindest vom Singen her, als ich ein Kind war und da lief im Radio immer Wenn ich mit dir tanze, dann vergieße ich die Zeit. Und diese ganzen Hits, die kennt man als Kind noch und ist natürlich dann schon toll, wenn man mit so jemandem auf der Bühne stehen darf. Das glaube ich, ja, ganz genau. Und klar ist jetzt natürlich dieses Jahr, wie gesagt, alles soweit gecancelt. Und wie es nächstes Jahr startet, wissen wir ja alle noch nicht. Wie trefft ihr euch denn, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt zum Proben oder wie schaut es aus? Wie sind da eure ja, Möglichkeiten? Ja, tatsächlich halten wir uns auch strikt an die Corona-Vorschriften und versuchen, wenn wir etwas proben müssen, das Ganze über Skype zu machen, zum Beispiel, wenn es ganz wichtig ist. Ansonsten macht es der Thomas so, dass er ja unsere ganzen musikalischen Sätze schreibt und die schickt er uns dann per Mail und jeder kann sich seine Stimme einüben. Und wenn wir dann im Tonstudio sind, weil von uns kann ja jeder Noten lesen, dann geht es auch relativ schnell. Dann kennt jeder seine Stimme. Wir singen es ein, zweimal durch. Und dann wird im Tonstudio aufgenommen. Für Konzerte, proben wir tatsächlich momentan sehr, sehr wenig oder jeder halt für sich, weil wir auch nicht wissen, was stattfindet und was nicht. Ja, üben, wie gesagt, halt über die neue Technik. Anders geht's leider nicht. Aber das Jahr geht auch langsam zu Ende. Ich meine, es wird vieles auch nochmal anders sein, gerade jetzt auch nochmal mit den aktuellen Vorschriften, die ja diese Woche vielleicht schon wieder gefällt werden, beziehungsweise gefällt wurden, wie auch immer. Weihnachtsmärkte gestrichen und, und. Also, wie siehst du die Situation? Was geht da in dir vor? Ja, wie gesagt, das ist ein ganz großes Problem. Wir wären auch fix beim Sternstundenstand gewesen am Nürnberger Christkindlmarkt. Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen gehört, dass der abgesagt wurde wegen Corona. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass man momentan fast nichts sagen kann. Wir planen natürlich einige Auftritte, aber das weiß nur der liebe Gott, was momentan stattfinden kann. Richtig, klar. Das ist leider bei allen so momentan. Anders geht's leider nicht genau. Ja, eure Pläne sonst, wie gesagt, kann man alles nachlesen, dann entsprechend auf der Homepage, nehme ich mal an. Die lautet wie? Das ist www.stimmenderberge in einem Wort.com. Und wo sind die Kollegen jetzt gerade aktuell? Was machen die? Sind die soweit nur auf die Musik angewiesen oder haben die so wie du auch noch einen, Gott sei Dank vielleicht noch einen richtigen Job? Also die Kollegen tatsächlich sind drei davon auf die Musik angewiesen. Das ist der Thomas, der ist Musiklehrer. Aber die Schulen trifft es natürlich auch so ein bisschen und hat es getroffen. Dann den Daniel, der ist Gesangsstudent und der Stefan, der studiert auch Musik.
Der Simon ist Physiotherapeut und ich habe mein Geschäft. Also wir beide haben noch einen Job, von dem wir dann anderweitig noch ein bisschen leben und profitieren können. In dem Fall na wiederum ganz, ganz gut, gell, wenn es da doch noch ein bisschen ein zweites Standbein vorhanden ist, ne? Ja, richtig. Das Ja, stimmt, jetzt ja. Da bin ich auch ganz froh drum. Motorradsaison geht ja jetzt dann doch langsam zu Ende wieder. Wie sieht's bei dir aus? Die Maschine jetzt in den Stall sozusagen, in die Garage oder fährst noch ein paar Runden, wenn das Wetter sich anbietet? Nee, die ist jetzt eigentlich schon in der Garage und so zum November hin ist es dann auch sehr kalt. Also das will ich dann auch nicht riskieren. Für den Fall, dass ein Auftritt kommt, dann ist man vielleicht erkältet oder stimmlich nicht so gut drauf, wenn man jetzt da bei 10 Grad oder sogar Minusgraden Motorrad fährt. Apropos, wenn du es gerade erwähnst, stimmlich, Erkältung und so weiter, wie schützt man sich denn so richtig als Profisänger, dass die Stimme immer sozusagen schön geölt bleibt? Also ich tatsächlich bin ein großer Fan von Ingwer. Ich nehme viel Ingwer oder auch Zitrone in der kalten Jahreszeit, ein paar Vitamine und ein bisschen aufpassen einfach, dass man nicht im Zug steht, dass man nicht mit nassen Haaren rausgeht. Das, was man eigentlich von daheim alles kennt. Und schön mit dem Schal rausgehen. Ja, da kann eigentlich nichts schief gehen, genau. Ja, dann haben wir eigentlich doch schon wieder ganz gut was erfahren. Auf alle Fälle. Ich denke mal, wir sehen uns hoffentlich auch bald wieder, wenn die Das würde mich auch sehr freuen. Corona hoffentlich irgendwann mal wieder ein bisschen sich normalisiert hat und ja, dass wir einfach auch mal wieder schöne Auftritte erleben können. Ja. Das wäre sehr schön, würde ich mich sehr freuen. Spätestens dann auch mal wieder im Europapark. Also, das wäre vielleicht auch wieder eine Gelegenheit. Oder auch das Konzert Waren wir wieder ja dieses Niki. Jahr schon. Ja. Da waren wir dies schon im Europapark, aber da war natürlich keine Presse zugelassen, glaube Nee, ich. richtig. Da war kein Publikum. Aber vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht gibt es einen Impfstoff bald und dann wären wir alle gesund, hoffentlich. So ist es. Also, wir können jetzt nur positiv in die Zukunft schauen und dass das alles nach Möglichkeit schnell wieder verflogen ist. Lieber Benjamin, grüß deine Kollegen recht herzlich. Das mache ich. Dankeschön. Ja, und mit dem neuen Titel alles, alles Gute, viel Erfolg, dass es wieder so einschlägt, wie ihr es wünscht. Und ja, da sind wir schon mal auf die Heimat sozusagen. Nee, wie heißt nochmal zu Hause? Hier bin ich zu Hause, heißt der Genau, Titel. hier bin ich zu Hause, genau. Und die Küsse, die kommen dann im nächsten, oder? Die werden Genau, die Küsse nachgereicht. sind auch schon aufgenommen für einen Kuss. Aha. Und das wird auch ein ganz, ganz toller Titel. Der kommt dann als nächstes, denke ich mal. Genau. Da sind wir also gespannt. Viel Neues von den Stimmen der Berge. Ich sage herzlichen Dank und wünsche dir eine schöne Zeit und bleib gesund. Danke, dir auch, Frank. Ciao. Ciao.